Oh, das war's für Andilex. Oh mein Gott. Und damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Dreamhack Finale, alle haben drauf gewartet. Es sind sehr, sehr viele krasse Spieler, die sich hier qualifiziert haben für das Finale. Wir gucken gerade Savage zu. Denn in 4 Minuten können wir in-game zuschauen. Sobald wir in-game zuschauen können, wisst ihr ja, dann ist auch die Qualität komplett on top. Wir können uns die Spieler aussuchen, denen wir zuschauen wollen. Punkteformat ist klar. 5 Punkte gibt es pro Kill. 60 Punkte gibt es maximal für einen Win. Du hast einen Killcap von 20 Kills. Ich glaube nicht, dass den irgendeiner im Finale erreichen könnte, aber trotzdem gibt es diesen Killcap. Und ich würde sagen, ich würde euch ganz, ganz viel Spaß wünschen mit diesem Video. Vergesst natürlich nicht, den Creator-Code AMAR einzutragen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Tag mich gerne auf Instagram und auf Twitter. Kuss geht raus. Viel Spaß mit den Highlights. 12 Rockets in der RPG. Deswegen ist halt, das ist halt so nice. So, wenn der nicht auf Highground ist. Oh mein Gott! Was? Oh, Mungral! Holt einfach Despacitos! Der ist so unlucky. Ich hab den heute auch dreimal mit Crash Pads oder so geholt. Der ist so unlucky. Der ist so triggered schon den ganzen Tag. Zuckt ein bisschen, egal. Laggy sieht das trotzdem aus. Sag ich dir ehrlich, er sieht trotzdem laggy aus. Er könnte halt trotzdem auf Highground gehen. Er müsste schon längst Highground spielen jetzt. Ja, ja. Boom. Zack. Bad Sniper auf Fight. Und jetzt muss er eigentlich nochmal. Zack. Ja, zack. Boom. Und fertig. Das war's. Mehr muss er gar nicht machen. Ja. Mehr muss er gar nicht machen. Und jetzt kann er die ganze Zeit Highground halten, Chat. Wave Gen ist unter Bedrängnis jetzt von ihm. Holy shit. Jasper hat sich auch noch qualifiziert. Guck mal, jetzt kann er auch rüberdingsen. Er kann auch rüberdingsen wieder. Ja, macht er auch. Perfekt. Das ist so perfekt. Oh mein Gott, Benji direkt unter ihm. Oh Gott, was ist das? Ist der Rasenmäher? Ja, safe, Digga. Du musst callen, okay. Safe, Digga. Safe. Ja, das Rose. Leute, wenn das schon wieder der Gottpot ist jetzt hier von dem guten alten Weltmeister Aqua, dann müsst ihr jetzt wirklich belegen, Chat. Ihr wisst ja, was das Wichtigste ist. Die Schultern sind das, was entscheidet. Gar nicht gewinnen. 50 Metz jetzt hier noch. Hä? Was? Er hat durch den Boden geschossen. Oh mein Gott. Micha, brauchst du nicht auch mal Urlaub? Ab in den Urlaub. Wir schicken Deutschland in den Urlaub. Ach du heilige Jesus Maria. Oh, er hat ihn gesniped. Auf ehrenlos. Oh mein Gott. Aqua kriegt Gottloadout. Aqua kriegt Gottloadout, Chat. Und er gönnt sich direkt das Mini. Das Medkit. Das ist geil. Danke. Ja, bei Miro, das war ja eh klar, dass er stirbt. Boom. Boom. Aqua rein in die Box. Ja, nice. Er hat den Kill. Digga, aber er hat
Er hat auch noch persönlich einen richtig krassen Hit abbekommen, meiner Meinung nach. Vielleicht, ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich sogar eher zwei Biggies geused, Chat, und die Crash Pads mitgenommen. Wäre ich Aqua gewesen. I don't know, hätte ich wahrscheinlich so gemacht. Ab in die Cone rein, sehr gutes Movement hier gerade von ihm bewiesen. Und er hat Highground. Das ist das, was ich meine. Chat, es achtet nie einer auf Highground, er kann damit gewinnen. Wenn er jetzt weiterhin die Gegner fokust, er hat noch genügend AR-Money, dann kann er das wirklich gewinnen. Maxel auch noch mit einem Kill. Wave Janice kriegt hier 70 Minus Schaden von dem coolen Aqua. Und er kann die ganze Zeit one-layern. Wisst ihr warum? Weil er den Grappler hat. Das interessiert gar nicht. Rejazia ist down gegangen. Oh mein Gott, direkt neben ihm ist noch einer. In der Luft. Der Leitzen. Leitzen direkt unter ihm. 106 HP hat er. Oh mein Gott. 57 HP nur noch, Chat. Er muss alive bleiben. Er muss wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Wenn er hier einen Kill holt, ist er wieder completely chillen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Nein, nein. Er wird das nicht überleben. Ja, dead. Schade. Was? Top 8! Top 8 mit 30 HP? Mit 3 HP, meine ich. Leitzen direkt neben ihn. Top 7 Situation jetzt hier für den Aqua. Oh mein Gott, schade. Fuck. Egal. Wer ist da noch alles alive? Ja, guckt euch das an. Das ist eigentlich schon so gut wie unfair. Was? Wo kommt der denn her? Gegen Luca 70 HP Green Life außen Highground mit 13 Rockets. Aqua hat das perfekt rausgespielt. Real Talk. Aqua hat das perfekt rausgespielt. Er hat 8 Kills im Low. Das ist doch krank. 8 Kills sind gleich 40 Punkte, Chat. Nur noch 10 Mets hier von Luca. Luca geht direkt rein, ist er behindert. Was? 1 HP. 1 HP, Chat. Oh, was? Oh, was? Oh mein Gott, die Zone ist far. Die Zone ist sehr far. Aber er hat 2 Jump Pads. Face Mungral, 45 alive. Und da geht's abfahrt. Guckt euch das an. What the fuck? Er wird gehittet. Er wird ohne Ende gehittet. Oh mein Gott, was? 72 HP? Und in der Box ist einer. So, 41 Leute alive. Late Game, dritte Runde. Er versucht jetzt hier Bad Sniper zu lasern. 2 Kills hat er schon. Boah, das war ja ganz eklig. So, wir sind wieder auf Mungal drauf. Er hat immer noch die ganzen goldenen Waffen. 900 Mets hat er mit am Start. Und er könnte sich in die nächste Zone reinbauen, pennen. Macht er auch wahrscheinlich. Was? Nee, er benutzt das Jump Pad. Doch viel, viel cleverer. Pen mit dem Caddy Loadout, Chat. Hatte sogar 13 Rockets mit am Start. Rejazia mit einem Kill. Jen ist auch noch mit einem Kill. Die beiden sind auch noch alive. Und boom. Nein, er kommt nicht weit. Er kommt nicht weit. Die Bounce Pads, die bringen nichts. Er wastet gerade seine Bounce Pads. Er wastet die Bounce Pads. Um Mets zu sparen, wastet er die Bounce Pads. Holy shit. Unter ihm der Gegner und er ist in der Box. Er hat Aim gechoked, Chat. Ja, egal. Passiert. Man kann auch nicht jedes Mal perfekt spielen. Sage ich euch ehrlich. Immer noch auf Giannis drauf. Er hat nur noch ein Bild. Direkt neben ihm ist der Gegner und er holt ihn sich. Er holt hier Elfrid. Elfrid geht down und neben Jens ist auch noch mal einer. Neben Jens ist noch einer, Chat. Und er baut das gut. Das war's, keine Mets mehr. Er braucht einen Kill. Oh, wer ist denn das? Kaspersa. Auf Highground, den kenne ich gar nicht. Nomda im Lowground wird hier komplett gegrieft. Oh mein Gott. Keine Chance, wird von zwei Seiten attackiert. Wir sind auf Luca direkt drauf. Das war's. Ja. Oh, GG-Spiel. Das ist ein GG-Spiel. Was? 3 Leute im Lowground. Was? Er holt den Kill? Er kommt da nicht raus. Und Kaspersa, der ist wahrscheinlich Pole, gewinnt die Runde. Wer ist denn das? Der hat 80 Punkte. Oh, was? Er ist dead. Nein, er kriegt ihn nicht. Digga, was macht er jetzt? Er hat sich da komplett eingebaut. Und er geht drauf. Yep, das war so klar, Chat. Das war so klar. Er geht direkt drauf. Ohohoho. Ananas. Digga, was ist das für ein ekliger Fight, Chat? Die Zone kommt auch. Die Tricks. Zu viele Killpunkte. Weiß ich nicht. Hier im Finale geht das eigentlich. Oh mein Gott. Jetzt wird er geschittet. Chat. Oh, er crashbettet rein. Oh. Aua. 7 HP überlebt. So,
Wir sind auf Rijazia drauf. Was macht er denn? 50 AR Muni in der Scar. Was macht er? Nein, er trifft nicht. Oh, oh, oh. Er holt den Mecke-Spieler. Das macht er gut. Das macht er gut. Top 30 Situation. Rijazia, was macht er aus der Situation? Flovis kommt hinter ihn. Flovis ist tatsächlich einer der besten Spieler, aber er ist halt auch nicht gut mit den Punkten dabei. Krr holt Janis Zetchet. Krr holt Janis Zet. Rijazia die ganze Zeit mit Low HP unterwegs. Ja, what the fuck? Was macht er da? Leute, zu snipen ist böse, Rijazia. Mach das nicht. Mach das nicht. Top 17 Situation. Oh! Oh! Was? Was? Wie ekelhaft! Junge, er hat zwei Leute Headshot-sniped! Im Late-Game von den besten. Was? Fuck! Und Kr hat das Loadout, glaube ich. Weil Janis hatte das, glaube ich. Hä? Was? Das ist ein Flopper. Kr hat nicht. Keiner hat irgendein mystisches Loadout? Viel zu stark. Viel zu stark gemacht von Rijazia Chat. So, Refskat ist noch alive. Der hat noch zwei Flopper. Elfrid ist noch alive. Den kenne ich nicht, den anderen. Und Krr. Vier Leute alive. Hinter ihm baut einer hoch, oder nicht? Nee, never mind. Was? Sirizio. Der kommt hier von der Seite. Refskat wird attackiert. Und Krr ist down gegangen, Chat. Krr ist down. Elfrid ist down. Und das ist das letzte 1-1. Refskat, 164 Punkte. Das kann er gewinnen. Was? Wie los vom Gegner? Wie los vom Gegner? 7 Kills! Refskat! Janis muss jetzt hier durchrotieren, Chat. Wir müssen ihm jetzt mal hier ein bisschen Liebe schenken. Er hat doch selber zwei Bounce-Pads, die er verwenden könnte gleich, um ins Late-Game reinzukommen. Trulex ist direkt vor ihm. 31 Leute noch live. Stormfish ist gleich durch. Und die Zone geht zurück! Die Zone geht zu ihm! Chapix ist One-Shot! Was macht denn Janis da bitte? Und das macht er gut. Direkt runter. Komplett. Nein. Oh mein Gott. Stellt euch mal vor, er wäre an Fallschaden gestorben. Ich glaube, ich hätte im Strahl gekotzt. Lilane Shotgun mit 61 Schuss. Grüne AR mit 106 Schuss. 27 Leute sind noch alive. Und er hat 610 Mets. Das ist der Rasenmäher, sagt ihr. Wir haben heute schon einen gehabt. Wie wisst ihr, das ist ja sehr, sehr selten, dass man zwei an einem Tag hat. Er hat High Ground. Er hat High Ground. Janis Z. Aus seinem Kinderzimmer. Er zockt einfach. Wir müssen believen in ihn. Wenn er jetzt die Runde gut abschneidet, dann ist er erster Platz. Europaweit. Oh mein Gott, seine Shotgun schießt nicht. Er muss den Gegner weiter lasern. Der Gegner hat keine Mets mehr. Er muss weiter lasern. Oh mein Gott, droppt runter. 14 Leute noch allein. Neben ihm der Gegner. Guck, euer Rasenmäher-Call, Chat. Euer Rasenmäher-Call wäre komplett in den Arsch gegangen. Muss einmal kurz stoppen. Oh mein Gott, er hat keine Mets mehr. 6 Leute noch alive, er hat keine Mets mehr. Gegner ist direkt in seiner Box. Holt er ihn sich, holt er. Er hat noch Mets. Er hat Mets bekommen. Goldenes Gar. In seiner Box, tot. 2 Kills, das sind seine ersten 2 Kills gewesen. Oh mein Gott, das macht er gut. Shit on. Flake ist richtig gut am Start, what the fuck. Und der Snappy. Der Godsend Snappy Chat auf Highground. Das ist ein GG. Also das müsste Snappy... Oh. Das müsste... Ich sag gerade, ist Snappy, müsste das vielleicht holen? Das holt er nicht. Digga, Blake hat vorhin Mungral geholt, Chat. Und liefert jetzt so ein Late Game ab. Mit einem Sieg? Ja. Ist Gambit 2 immer noch letzter? Oh, er ist immer noch letzter, Chat. Durchschnittliche Platzierung 89,6. Pff, Alter, tut das weh. Fuck. Kann auch sein, dass Gambit 2 sein Jamba-Spar-Abo im Soft-Aim nicht verlängert hat. Das ist auch, glaube ich, heute abgelaufen. Ja, 24. muss man immer verlängern. Also am 23. ja, läuft es aus, 24. muss man verlängern. Ey, bei 2 ist nett. Das ist wirklich der... Das ist nach Benji der Spieler, der am meisten Lack hat in Solos. Echt? Ja, immer wenn ich bei dem noch die erste Chest, Blue Pump mit Minis, zweite Chest, irgendwie QAE und so. Also, was macht er denn? Digga, wurde der Typ von dem Bot geholt? Nee. Digga, er hat Cat-Loader sogar. What the fuck? Er kann direkt in den Tresor rein. Ja, da ist noch jemand drin. Ich glaube nicht. Was passiert dann? Wo ist ein Metz?
Er wurde von einem fucking Bot geholt, Bro. Let's go. Alle meinen Let's go in den Chat für Tues. Zack, zack, let's ice. Oh, as weak. Oh. Oh mein Gott, was ein Shitter. Den nennt man auch den Little Shitter, Chat. Royal Pump. Ne, neue Pump. So. Also, dass die Dings vielleicht auch. Digga, wie dieser Hund das Jumpet noch placed. Guck mal, was für ein Unterschied der erste zu dem zweiten Platz schon hat, ne? 8000 Euro Unterschied. Das ist ja halt so krass. Ja, dann wird's immer noch so einkauen. Das ja, und dann ist es immer nur noch 600 Unterschied. Digga, Kinsel will's wissen. Oh, was? Stark, Kinsel? Ey, Kinsel braucht nur noch 6 Punkte. Das kann er holen. Ja, der Hund ist. Also wenn jetzt die eine oder andere wegstirbt, Chat. Letzte Runde, by the way. Na, wir gucken immer wieder auf die Standings hier auf der linken Seite. Da steht das hier. Oh, und er hat's. Er hat's. Ein Punktbrocher. Einer muss nur noch sterben. 261. Ja, er hat gewonnen. Er müsste gewonnen haben, wenn jetzt... Ja, das war's. Kinsel hat gewonnen, Chat. Holy shit, was war das für ein Rennen, bitte? Ja, jetzt auch. Ich glaube, ja. Digga, ich glaube, ich muss auch mal Steamy da vorbeischauen. Ja, ich glaube, jeder muss mal Steamy vorbeischauen, what the fuck? Nein, das spielt dann nur Janis. Oh, das war's für Andilex. Oh mein Gott. Was? Oh nein! Er hat sie nicht so geschüttet. Oh nein. Digga, er ist wieder in der Zone. Die Zone! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der holt ihn auch noch! Ich fass nicht. Nein, ja. Er muss aber auch. Der Hai kommt noch! Der Hai kommt noch dazu! 250. Ja, oh mein Gott! Kinsel holt ihn! Kinsel bewahrt ihn vor der Scheiße! Oh mein Gott. Holy fucking shit! Ja, Kinsel hat Janis gesaved noch. Stell dir mal vor, Kinsel hätte den Kill nicht geholt. Janis wäre einfach plötzlich Vierter. Wir haben es ja schon gesehen, die Top 3 haben wir gesehen. Janis Z, der Ehrenmann, FNCS-Winner von dem vorletzten Mal auf dem dritten Platz. Andilex und Squeezer direkt hinterher. Das ist der nächste Deutsche. Ben ist auch mit am Start, nice. Mungral Top 16. Und Knight und Rijazir, beide auf Top 20 und 21. Oh mein Gott. Die sind auch nochmal so abgerutscht in der letzten Runde. Shusei auch unter die Top 30. Das sind aber trotzdem 1300, glaube ich. Oder 1600 oder so. Mega, mega krass. Benji Fishy, 33. Platz. Zesten Resumi. Boah, alter Wort. Guck mal hier, Artox, 55. Aqua, wie viele Matches hat er gemacht? Drei Matches und Top 70. Geil, hat sich auch nochmal ein bisschen mehr Geld mitgenommen. Und wer ist letzter Platz? Ja, Chat, ihr wisst ja. Gambit 2 ist letzter Platz. Der nimmt ja heute $300 mit. Es tut mir echt so leid für ihn, auch für Queasy. Like, what the fuck? Die beiden sind eigentlich immer so krass. Falls euch die Highlights gefallen haben, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das war die Dreamhack im August. Nächste Dreamhack gibt es im September. Zwischendrin gibt es FNCS, dann wieder wöchentlich wahrscheinlich Duos oder Solos. Würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Und natürlich Rasieren und Kassieren. Das nächste Mal am Dienstag, Leute. Schaltet gerne live mit ein um 18 Uhr. Kuss geht raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.